Moin Leute, willkommen zu einem neuen Unboxing. Ich habe ein kleines Paket bekommen, wieder von Urteilgrößen. Das schauen wir uns jetzt im Video mal an. Viel Spaß! Bin entschuldigt, dass es bereits aufgerissen ist. Ich habe es erst mit einem anderen Paket verwechselt, deswegen habe ich schon aufgerissen. Da habe ich aber bemerkt, es ist nicht das erwartete Paket. Deswegen schnell wieder zugemacht hier und ab zum Studioraum. Schauen wir uns einmal gemeinsam an. Mal sehen, was wir diesmal Schönes bekommen haben. So, hier haben wir einmal ein Holster, so wie es aussieht. Liefert wie auch im letzten Video mit diesen Meshbeuteln. Die kann man wunderbar nutzen für einen Paintjob. Wenn ihr eine Vorlage braucht, einfach auf die Waffe legen mit diesem Netz und dann drüber sprayen, dann bekommt ihr ein schönes Pattern. Kann man sie also aufbewahren, wenn man möchte. Hier haben wir ein Holster. Steht hier auch dran, was das für ein Holster ist. Ne? Nö. Sieht mir nach einem Multikaliber Mehrzweckholster aus. In. Ist das Tann oder ist das Uli? Ich würde eher sagen, es ist Tann. Und so ein Clip. Okay. Dann haben wir hier ja, gute Frage, was haben wir hier? Ah, hier haben wir einen Battlebelt von Ron Tyrus in Schwarz. Okay. Und dann haben wir hier ist das ein Rucksack oder nee, das ist kein Rucksack, das ist oh Gott, bin ich dämlich. Das ist ein Tragesystem. Wie ist ein Rucksack? Voll verguckt, nee, es ist ein Tragesystem. Und hier links haben wir zwei Pistol Pouches. Hier haben wir eine Mehrzweck-Pouch mit Gitter drin zur Unterteilung, sowie zwei einzelne Fächer. Und hier haben wir wieder zwei Pistol-Pouches. Und genau hier drunter haben wir 1, 2, 3, 4 Möglichkeiten, ein M4-Magazin runterzukriegen. Das ist ja geil. Wie wird das denn angelegt? Das ich bin ja schon wieder sehr verwirrt, wenn ich die ganzen Schnallen sehe. Da muss man immer erstmal durchsteigen. Hier habe ich noch irgendwie so ein Kunststoff, Plastik, Netzgewebe. Okay. Ja, ich bin mal gespannt, was das Zeug hier so drauf hat. Wie gesagt, jetzt haben wir hier ein Harness bekommen, Tragesystem. Wir haben hier ein Bettebelt in Schwarz. Und wir haben ein Holster für alle Pistolen. Mehrzweckholster. Okay. Und ein Untergrundpatch. Cool. Ja, vielen Dank für dieses zweite Paket. Schaut es euch auf jeden Fall in einem kommenden Video an. Habt ihr dann wieder ein Review zu all den gesamten Produkten von den drei. Gut, dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen, für dieses kleine Unboxing für zwischendurch. Wenn euch das Video gefallen hat, dann zeigt mal einen Daumen nach oben. Und dann würde ich sagen, danke fürs Zuschauen und bis zum nächsten Video. Ciao. I have a dream, that's all I need. I'll make it happen with some work and belief. Know what I want, so I'll take it on. I've made mistakes, but mistakes make you strong. Let's break it down for a minute. I want the crown, I'm gon' get it. You hear me loud, man, I'm winning. Yeah, Charlie Sheen will be grinning.